Also GIMP ist das. GIMP ist das, was wir heute uns vorgenommen haben. Und was hört ihr jetzt? Ihr hört genau das, was ich in der letzten Woche gemacht habe. Ja, mehr ist es nicht. Also hätte ich 14 Tage Zeit gehabt, wäre es doppelt so viel Folien gewesen. Aber ich habe nur eine Woche Zeit gehabt. Außerdem habe ich müssen Fußballspiele besuchen. Also das war keine Woche. Ja. Also wegen uns ist das nicht braucht. Die Fußballspiele war es, ja. Ja. Also ich wollte nur sagen, das GIMP, also wenn man damit arbeitet, so wie ich, ganz normal im Alltag, hier und da muss ich irgendwas verbessern oder was, dann kennt man immer nur 1% von dem ganzen Programm. Und jetzt, ja, und jetzt kenne ich vielleicht 5%, ja, oder vielleicht weiß ich nicht, ja, also ganz wenig. Ich wollte also sagen, wenn jemand sich mit dem Programm schon auseinandergesetzt hat und es ein bisschen in gewissen Details kennt, dann kennt er eh schon viel mehr wie ich. Ja. Also ich hab auch in die Einladung hineingeschrieben, es ist nur für Einsteiger gedacht. Für Profis, die haben ein anderes Vokabular, das habe ich noch nicht. Jetzt eben dieses GIMP. Und interessant ist, warum das so heißt. Also das heißt GNU Image Manipulation Program. Gut, okay. Und was heißt das GNU? Also das GNU ist ein Viech, aber es heißt eigentlich Not Unix. Das ist sozusagen die Geburtsstunde von dem freien Linux. Es schaut so aus wie Unix, aber ist kein Unix, ist ein eigenes Programm und deswegen heißt es halt Not Unix. Und diese Ergänzung, dieses G, das ist halt ein sprechendes Wort, das kann man aussprechen, ein GNU ist ein bekannter Begriff und das G hat eigentlich nur dekorativen Zweck. Ja, also ein Viech. Die aktuelle Version ist so bei 2.8 und es gibt auch eine sehr schöne Version 2.9. Und für alle, die den Photoshop kennen, die werden sich bei der Version 2.9 sehr wohl fühlen, weil das so ausschaut wie Photoshop. Also ich wollte nur ergänzen, bei der Sammlung installationsfreier Software ist auch ein 2.8-GIMP dabei. Genau. Windows-Systeme. Ja. Installationsfrei. Braucht man also nicht installieren, nur vom Stick starten. Passt. Für welche Betriebssysteme ist das geeignet? Pass auf, das GIMP geht für fast alles. Aber eigentlich in erster Linie für Linux. Also wo alles geht, unter Linux geht alles. Unter Windows gehen alle Skripte, weil die ja nicht von den PC-System... Windows bis inklusive 10 oder vorher? Ich laufe nur mit 10. Ja, mit 10. Aber wenn ein Programm kompiliert werden muss, muss sich irgendeiner aus der Windows-Gemeinde finden, der dieses C-Programm kompiliert und auch wartet. Und da muss ich leider sagen, es geht nicht alles. Habe ich schon festgestellt, zum Beispiel die Linsenkorrektur. Also wenn man Objektive hat und man möchte die automatisch korrigieren lassen, das Programm funktioniert einfach nicht. Vielleicht hat es bei einer früheren Windows-Version funktioniert. Also es ist halt in gewissen Teilbereichen... Ja, Franz, bist du sicher, dass das ein C-Programm ist? Na, ziemlich. Ich vermute nämlich, die meisten Plugins fürs Team sind Python. Ja, ja, das stimmt, ja. Aber es sagt, dass C. Der Kern ist in C. Der Kern ist in C. Aber alles, was. Ja, stimmt. Alles, ja. Alles, was nach Filtern ausschaut und so, das ist alles in Python geschrieben. Ja. Was sehr praktisch ist, weil man kleine Korrekturen anbringen kann und so, ja. So. Da habe ich nur ein paar Quellen zusammengefasst, wo man das Ding findet. Es gäbe auch einen Stick, wo das drauf ist. Also alles, was wir heute machen, umfasst ungefähr etwas über 1 Gigabyte. Habe ich auf einen Stick drauf, kann man sich aber auch von diesen Quellen downloaden. Da gibt es einen Haufen Literatur, ja, zum Durchlesen. Also da, das ist nur ein Ansatz von den wichtigsten Quellen zum Nachlesen. So. Ich habe also mit dieser Vorschau begonnen, also für diejenigen, die das Photoshop kennen, denen wird diese Art der Darstellung vertraut sein. Also der dunkle Desktop, also dieser Bildschirmhintergrund und das Bild davor. Das ist jetzt ein Demo, das habe ich von einer Seite runterkopiert, weil ich es selber nicht installiert gehabt habe zu dem Zeitpunkt, aber ein paar Tage später habe ich mir es dann auf so einen Stick eben portabel
installiert, das ist das da. Und da, das war vom Sonntag, das Spiel in Ried war das. Schaut, so schaut das halt aus, 2.9. Aber alle anderen Folien werden in weiß sein. Also so schaut es dann demnächst aus. Noch etwas, was nicht so ganz wichtig ist. Wie das Ding ausschaut, also wie diese Oberfläche gestaltet ist, bestimmt das Thema. Normal versteht das kein Mensch nie. Man schaltet das Programm ein und es ist halt so, wie es ist. Aber wie die Bastler heute so sind, es gibt jede Menge Themen zu diesem Programm und das ist nur eine Sammlung. Da gibt es viele andere auch. Und ich habe eines herausgegriffen, das heißt London Smoke und das ist dieses Thema. So schaut das aus. So, das war also nur das Drumherum. Ja, also das Programm hat einen sogenannten Einzelfenstermodus. Das bedeutet, dass alle Zusatzdialoge links und rechts und manchmal auch unten angebracht sind, aber das Fenster fasst diese alle zusammen. Sie bleiben also auf einem Haufen. Da verliert man natürlich ein bisschen Bildfläche, aber im Prinzip ist das der Einzelfenstermodus. Wenn man den auflöst, also unter dem Menü Fenster geht das, dann schaut es so aus, das Fenster wird ein einzelstehendes Fenster und diese andockbaren Menüs, ja, die werden, die kann man irgendwo hinschieben, wo man halt Platz hat. Fenstermonitor. Ja, genau, zum Beispiel, ja. Ja, genau. So, wenn jemand das GIMP für sonst gar nichts braucht, man kann ohne irgendeine komplexe Handlung Bilder erstellen. Und zwar, dass man ein Bild neu macht, ist ja klar, ich mache ein neues Bild. Aber wenn ich ein Bild erstelle, das ist dieser zweite Punkt, dann kann ich gewisse einfache Bilder, die man im Web brauchen kann oder sonst wo, Schaltflächen, Logos, Schriften, Muster und solche Dinge, einfach durch eine Auswahl aus einem Menü und dann durch Konfiguration gewisser Parameter herstellen. Ich werde ein paar Muster zeigen. So zum Beispiel, ich brauche im Web eine Schaltfläche. Da geht man einfach auf Datei, erstellt eine Schaltfläche, sucht sich den Text aus, der dort hineingehört und ein bisschen die Farben, die Rundungen und das Programm erzeugt gleich so drei mögliche Varianten von dieser Schaltfläche. Oder zum Beispiel ein Logo. Bitte, ich habe nur so viel gegeben, die auf dieses Bild drauf passen. Wenn da jemand verspielt ist, dann verbringt er den ganzen Tag mit den Logos. Ja? Also das geht locker. Und ich habe halt nur irgendwelche ausgewählt. Geht auf Knopfdruck, ohne dass man nachdenken muss, wie macht man das jetzt eigentlich wirklich. So, dann ist ja noch eine interessante Funktion erstellen. Man kann einfach eine Internetadresse angeben. Und wenn man das tut, dann nimmt sich das Programm die Internetseite so wie ein Browser, stellt sie dar und speichert sie als Bild. Also so wie hier. Das war unsere so eine Club-Sammelseite und die wird als Bild halt gespeichert. Das so Problem, wie ein Screenshot. So wie ein Screenshot, ja. Also ich meine, man kann sagen, na gut, wozu der Aufwand, kann ich einen Screenshot auch machen. Diese Version ist auch nicht so besonders gut, weil gescheit wäre es, wenn er zum Beispiel die Schriften in einem Layer abspeichert und den Hintergrund in einem anderen, dann wäre das voneinander separiert. Aber das macht er leider nicht, sondern das ist einfach ein Bild. Also ein bisschen ein Murks, aber es hat ihnen halt gefallen, jetzt haben sie das halt dazu gemacht. Gut. Aber man kann dabei die Schriftgrößen einstellen, sodass das Bild auch immer wieder anders ist. Bitte. Wenn das so quasi ein Screenshot von der Webseite ist, geht er dann über Bildschirm drüber? Die Webseite kann es sein, dass die irgendwie runterscrollen kann. Das habe ich nicht probiert, weil meine Webseite, ich habe die Webseite so gewählt, dass ich gerade drauf passt. Das ist der einzige Vorteil. Ja, das kann sein, ich könnte sein, ich glaube schon. Also so wie ich das gesehen habe, geht es, also wenn die Seite länger wäre, dann müsste das, oh ja, das wird das Bild lang. Das war, glaube ich, der Grund, warum ich dann gesagt habe, das kann ich nicht zeigen. Ja, das ist mir zu lang. Wenn man das formatieren kann, dann ist überhaupt besser, das Screenshot. Ja, das kann sein, ja. Allerdings muss ich gleich sagen, es funktionieren nicht alle Seiten. Und zwar, wenn Skripts, also wenn JavaScripts drinnen sind, dann stützt den auf. Weil er braucht einen eigenen Browser und das hat er halt nicht in dieser Mächtigkeit. So, also etwas zu erstellen nach Programm, also das geht ganz einfach, ist ein Knopfdruck.
Wenn man jetzt umgekehrt ein Bild hat, wie speichert man das? Also normalerweise, wenn man sagt speichern, dann speichert das im Format XCF, glaube ich. Ja? Das heißt so. Das ist das GIMP-eigene Format, so wie das BSD unter Photoshop. Ja, es ist etwa gleichwertig. Und übrigens, GIMP kann auch Photoshop-Dateien importieren. Ob es exportieren, glaube ich, geht auch. Geht auch. Aber wesentlich ist, dass wir einige gängige Formate haben. Ja? Also wir haben ein JPEG, wir haben PNG-Bilder, wir haben GIF-Bilder und manchmal TIFF, aber TIFF ist eigentlich ja, nicht so verbreitet im Web, gar nicht. Ja? Hier sieht man also ein bisschen die Unterschiede, was es da gibt. Wichtig ist, wenn man ein Bild möchte, so wie diese Knöpfe, die haben so Ränder gehabt, wo man durchsehen konnte, so transparent sind. Ja? Also für diese Bildschirmknöpfe eignen sich nur PNG oder GIF, wissen wir. Ja? Also die muss man dann auswählen. Interessant ist, dass das GIF als einziges dieser Formate auch bewegte Bilder erlaubt. Deswegen ist es in letzter Zeit, besonders im Facebook, irgendwie also publik wieder geworden, das GIF. Also GIF kann Animationen. So, als ersten Punkt möchte ich zeigen, was man. Bitte. GIMP auch Raw-Dateien lösen? Bitte? Ob GIMP auch Raw-Dateien ja, lösen? Ja, habe ich aber weggelassen. Es gibt ein Plugin, das sich speziell mit dem beschäftigt. Das ist in die anderen 14 Tage. Aber es ist nicht standardmäßig dabei. Man braucht ein Plugin. Es geht nicht in der Grundausrüstung. Was kann man einem Bild, sagen wir, mechanistisch antun? Ja, also nicht inhaltlich, sondern wie kann man es, das nennt man Transformationen. Ich habe einfach eine Kirche genommen. Moment, wo ist sie? Da ist sie. Meine Kirche, unsere Kirche. Ja, das ist die Kirche von Neusimmering. Und die hat in dem Jahr, glaube ich, 2012, glaube ich, hat die 100 Jahre Bestand gefeiert und das war, damals war ich halt dort und habe die fotografiert. Und ich habe deswegen dieses Nachtbild genommen, weil dieser neutrale schwarze Hintergrund eignet sich für diese Sachen sehr gut. Wenn dort jetzt andere Dinge wären im Hintergrund, dann wäre das mit dem Drehen und so nicht so praktisch. Also deswegen dieses Nachtbild. Also man kann einmal etwas drehen. Da gibt es also so ein Werkzeugkasten und diese blauen Dinger hier, das sind die Elemente, die wir jetzt besprechen. Also da geht es jetzt einmal ums Drehen. Ich kann einmal einfach nur durch Drehen des Bildes den Eindruck erwecken, als würde die Kirche jetzt gerade sein. Nicht? Also ich kann sie gerade drehen. Bitte, da spart man die Optionen. Ja, das muss jeder selber anschauen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Manchmal können wir es ja besprechen. Die zweite Möglichkeit ist, man kann das Bild skalieren, also man kann es stauchen oder vergrößern. Da sieht man also, wie die Kirche ein bisschen gestaucht worden ist und das kann man natürlich in jeder Richtung gleich machen, also in beiden Richtungen gleich oder eben unterschiedlich, wie man das möchte. Skalieren. Scheren. Scheren heißt, dass man sieht es also an dem Gitter, dass man es also ein bisschen verzieht wie ein Radiergummi, so ein bisschen. Man kann auch mit dem Scheren die Kirche gerade richten, lustigerweise. Ja, geht auch. Und schließlich kann man mit dem Programm auch die Perspektive beeinflussen. Wenn es einem also nicht gefällt, dass ein Gebäude so komisch zusammenlaufende Kanten hat, dann kann man die gerade biegen. Ja, die Kirche, ja. Muss man das händisch machen oder kann das Programm nicht automatisch? Das kann es nicht automatisch, nein, das musst du alles händisch machen. Und zwar, normal bekommst du das Raster jetzt genau senkrecht und du nimmst die beiden Anfasser und ziehst sie nach links und rechts oben, so dass wird es dann irgendwann einmal ein bisschen gerade. Ja. Also gerade selber kannst du es nicht. Ja. Was gibt es noch? Ich habe das mit der Perspektive, da war ich bei McDonald's und da hat mir dieser Bammesberger so gefallen mit dem Zeta. Und da war das Problem, wie fotografiere ich das? Das kommt nämlich noch einmal dann vor. Ich habe es einmal schräg fotografiert, das hat nämlich den Vorteil, dass das gleichmäßig beleuchtet ist.
Ich habe aber dabei nicht beachtet, dass das da ein bisschen so, hätte so ein gerader hinlegen. Ja? Das ist so auf der Tischkante gelegen und dadurch ist es da ein bisschen gebogen. Jetzt soll ich ein bisschen gerader hinlegen. Und jetzt habe ich versucht, dieses Bild gerade zu stellen, indem ich es eben in GIMP öffne und dann an diesen beiden Anfassern anziehe. Ja, also dann, wenn es halt irgendwie gerade ist, hört man halt damit auf und man bekommt ein einigermaßen gerades Bild, wobei die Aufnahme eben schlecht ist, weil es das Papier nicht plan gelegen ist, sondern das war halt, auf das habe ich nicht geachtet. Das hat sich nur so ergeben, weil ich habe ein Beispielbild gesucht. Das war so. Dann kann man spiegeln, ist auch nicht aufregend, man kippt also das Bild entweder in der Horizontale oder in der Vertikale. Und schließlich kann man etwas ganz Hübsches machen, man kann das deformieren. Also in dem Fall diese Kirchturmspitze, ja, ist nicht besonders witzig, aber man kann auch Nasen verlängern und solche Dinge. Ja. Man macht es so, das ist das ursprüngliche Bild und dann zieht man einfach mit dem Deformierwerkzeug, der Kursor verändert sich und man zieht einfach von Punkt zu Punkt rund um dieses Objekt, das man da verändern will. Und wenn das fertig ist, also wenn man diesen Käfig gezogen hat, dann kann man einfach durch Verziehen dieser Punkte bewirken, dass das Ganze, was da drinnen ist, halt einfach umgebogen wird. Wie du setzt zuerst den Käfig. Genau. Und dann ziehst. So ist es. Ja, okay. Also zuerst umrahmt man das und dann zieht man an diesen Anfassern in die richtige Richtung. Man kann immer zwischen diesen beiden Modis hin und her schalten. Wenn dir also eine gewisse Deformation nicht gefällt, kannst du wieder zurückgehen und den Punkt wieder zurückschieben. Geht auch. Das nennt man Käfigtransformation. Ich war der Kirche ganz dankbar, weil das ist so ein angenehmes. Ich habe es nämlich vorher mit einer Person probiert und da muss man mehr Erfahrung haben mit dem. Ja, das habe ich dann, das, und außerdem wollte ich niemand beleidigen. Nicht? Die Kirchen, mein Gott, ja. Jetzt wird es bitte brutal, ja. Das gefällt mir am besten, das Werkzeug. Das ist alles noch unter dem Begriff Transformation, ja. Das ist die Guillotine. Also das, was wir da oben sehen, ist immer der Menüpfad. Also wenn ich gehe auf Bild, Transformation, Guillotine. Man sieht einfach Führungslinien, horizontal und vertikal, so viele man will. Und zwar bekommt man die so, bei allen Programmen ist das ja praktisch gleich, man zieht sie aus dem Lineal in das Bildfeld. Damit entsteht die Führungslinie. Und ich habe hier einfach 9 Felder erzeugt mit 2 horizontalen und 2 vertikalen Führungslinien. Und dann braucht man nur diesen Menüpunkt Guillotine aufrufen, dann zerstückelt er das Bild ganz exakt entlang dieser Linien und erzeugt 9 Einzelbilder. Ja, also für Puzzle-Künstler ideal. Es kann aber auch eine gewisse Bedeutung haben, wenn man im Internet Bildteile mit verschiedenen Links versehen will, dann kann man eben diese Detailbilder so dazu verwenden. Ja, das war es eigentlich. Also das sind die Transformationen, das kann man einem Bild antun. Die zweite Basisfunktion ist, wie wähle ich von einem Bild überhaupt was aus? Also bis jetzt haben wir immer nur das ganze Bild bearbeitet sozusagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur die Kirche haben will oder nur den Baum oder nur einen Kopf oder so, dann geht es darum, etwas auszuwählen. Und es gibt eine Reihe von Werkzeugen, die genau das können, nämlich etwas auswählen. Und es beginnt natürlich ganz einfach und mein Objekt war der Mohammed, unser Trainer, Rapid 2, ja, der war auch Spieler bei Rapid und das Bild hat es in eine Zeitung geschafft, aber natürlich nicht in den Kurier oder in die Krone, sondern nur in einer Rapid-Zeitung, weil so oft wird der Trainer von Rapid 2 ja nicht fotografiert und so schön im Profil hat man auch nicht oft und deswegen ist mir das gelungen. Und jetzt habe ich das Bild gleich dazu verwendet. Man zieht einfach mit diesem Rechteckwerkzeug einen Rahmen auf und damit hat man das gewählt, ausgewählt, was man wählen wollte. Bei allen diesen Auswahlen gibt es oben, also da öffnet sich so ein Dialog und in dem Dialog gibt es 4 Modi. Der erste Modus bedeutet einfach dieses Rechteck, das ich jetzt ausgewählt habe. Der zweite Dialog, also diese zweite, bedeutet, dass jedes weitere Rechteck den Raum erweitert.
Also zum Beispiel diese zweite Kurve entstand dadurch, dass mehrere Rechtecke hintereinander ausgewählt worden sind und die sind sozusagen additiv. Und diese Checkbox hervorheben bedeutet, dass das jeweils letzte und gerade markierte Rechteck hell erleuchtet wird. Also das ist diese Checkbox. Der dritte Modus ist ein subtraktiver Modus, das heißt, ich ziehe ein Rechteck auf und wenn ich auf dem Subtraktiven bin und ich würde hier ein Rechteck hineingeben, dann bekomme ich im Prinzip diesen Winkel, weil das zweite Rechteck wird aus dem ersten ausgeschnitten. Und der dritte, das ist eine Vereinigung, also nur die Teile, die den beiden gemeinsam sind, werden dann ausgewählt. Also diese vier Modis kommen immer wieder, sie kommen beim Kreis, bei der Ellipse, überall. Bitte. Diese Rund auch? Ja, ja. Das ist das nächste, also elliptisch oder rund. Nicht? Wenn du die Steuerungstaste runterhältst, dann ist es rund und da gibt es verschiedenste Kombinationen, kann man sich, ja, das ist doch genauso. Ja. Bitte. Welche Bedeutung haben die Quadrate in den Ecken? Das sind die Anfasser. Also mit denen kann ich dann, wenn ich das, nehmen wir an, ich wähle das und ich möchte jetzt das Gewählte vergrößern oder verkleinern, dann gehe ich da hinein und ziehe da ein bisschen an. Bei Photoshop schaut das anders aus, das sind viel kleiner. Ja. Ja. Die muss man mit den Fingern erwischen am iPad. Ja, das ist einfach da draufklicken und rausziehen. So, elliptisch. So, wenn das aber, also das Runde ist zwar hübsch, nicht, aber das erfasst ja das Objekt nicht wirklich, sondern jetzt braucht man andere Hilfsmittel. Das erste in dieser Reihe ist das Lasso. Mit dem zieht man einfach mit, also ich verwende keine Maus, ja, also mit der Maus ist das eine Fahrt, ja. Also ich verarbeite den ganzen Tag nur mit einem Tablett. Das ist so ein Stift und das kann man wie mit einem Bleistift ziehen. Bitte? Vakuum, ja, genau. Ich arbeite nur mit dem Vakuum-Tablett. Auch ich verwende gar keine Maus. Nur mit dem Vakuum-Tablett. Ist viel besser. Und mit dem kann man das einfach markieren und damit ist das, ich könnte es jetzt löschen oder verschieben oder was auch immer. So. Dann gibt es einen Trick, der heißt Schnellmaske. Aber irgendwas hat er mal abgeschnitten. Hier unten in der linken Bildschirmecke ist ein rotes Quadrat. Und wenn man dieses rote Quadrat klickt, dann wird von dieser Lasso, also ich habe das mit dem Lasso einmal eingefasst, und jetzt macht das Programm Folgendes, es teilt das Bild in zwei Teile. In den, den ich gewählt habe, das ist der helle mittlere, und den äußeren, der bleibt rot. Und jetzt kann ich mit zwei Pinseln, mit einem schwarzen und mit einem weißen, jeweils diese Zonen vergrößern oder verkleinern. Also mit dem schwarzen verkleinere ich den roten. Stimmt das? Stimmt das? Na egal, also ja, klingt gut, ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber jedenfalls kann man wirklich mit dem Pinsel wunderschön den Bereich auf das einengen, was man eigentlich möchte. Ja. Habe ich jetzt leider nicht dargestellt, aber ich habe immer nur aus diesem großen Menü immer nur das herausgegriffen, was ich gerade brauche. Aber hier nach der Lupe kommt, glaube ich, der Pinsel. Ja, es ist. Schaut euch das wirklich an. Ihr kontrolliert es nicht. Na, das geht nicht. Das geht nicht. Na egal, also das. Ja, bitte. Ist ganz gut, aber wenn man das genau mit diesem Lasso nachfahren wollte oder auch mit dieser Schnellmaske, es dauert, ja. Also deswegen gibt es den Zauberstab und der funktioniert leider auch wieder nur bei sehr einfachen Objekten. Also bei diesem komplizierten Gesicht, wie man sieht, funktioniert das nicht. Obwohl, wir werden ein Beispiel sehen, Zauberstab heißt, ich klicke irgendwo hin und der versucht zu verstehen, was ich eigentlich anklicken will. Aber er orientiert sich natürlich nach Bildhelligkeit, nach Farbe und solchen Dingen. Das heißt, ich habe da irgendwo reingeklickt und jetzt erwische ich seine Haare, aber nicht sein Gesicht. Kann man Toleranz einstellen? Ja, ja. Und zwar hier gibt es einen Schwellwert. Und das ist ein ganz wichtiges Maß. Je nachdem, wo ich diesen Schwellwert ansetze, nimmt er mehr oder weniger von dem. Und manchmal habe ich einen Klick und er erwischt gerade das, was ich brauche. Naja, muss man sich spielen. Aber besser noch, wir werden es dann sehen, Zusammensetzung heißt, er nimmt alle Aspekte dieses Bildpunktes. Ich kann mich aber beschränken auf Rot.
Und dann kann man das oft viel besser einschränken. Aber ein Gesicht ist mit dieser Maske, mit dem Zauberstab nicht gut in den Griff zu bekommen. Noch ein Trick ist, wenn man klickt, bekommt man einen bestimmten Bereich. Wenn man aber hierher klickt und zieht, dann erweitert er das um die Merkmale aller der folgenden Bildpunkte. Und das kann oft, also in dem Fall könnte das helfen, wenn man hierher klickt, hat man nur die Haare. Und dann zieht man nach vorne ins Gesicht, dann nimmt er das dazu. Leider nimmt er nicht nur das dazu, sondern auch das da hinten. Also, ja, nicht so leicht. Aber es gibt Verbesserungen in der neuen Version 2.9. Und zwar, im Prinzip hat er es ja ganz gut erraten. Was er jetzt nur mehr machen müsste, er müsste die Bereiche, die da noch löcherig sind, schließen. Und das kann die Version 2.9. In dieser Version macht er das noch nicht, aber in der Version 2.9 wird es da hier einen Knopf geben, der heißt, also diese Löcher da drinnen schließen und dann macht er die äußere Linie zu. Das wird in der Version 2.9 sein. So, dann gibt es etwas ganz Ähnliches. Dass der Zauberstab versucht, von dem Punkt, wo man draufgeklickt hat, in der Umgebung zu schauen, wie weit geht diese Zone, die der da will. Bei der Farbauswahl klickt man wo drauf und er versucht, diese Farbinformation im ganzen Bild zu finden. Also in dem Fall habe ich da irgendwo ins Gesicht geklickt, aber er hat zusätzlich auch Bereiche außerhalb angewählt, obwohl sie mit dem ursprünglichen gar nicht verbunden sind. Also das ist der Unterschied zwischen Zauberstab und Farbauswahl. Farbauswahl bezieht sich auf das ganze Bild, Zauberstab immer nur auf die Zone, wo ich hingeklickt habe. Es geht aber besser. Und zwar besser geht es mit der magnetischen Schere. Das verwende ich sehr gern für Gesichter. Das funktioniert. Und zwar, man geht einfach von Punkt zu Punkt entlang einer Linie und das Programm versucht, diese beiden Punkte sinngemäß zu verbinden. Das heißt, ich muss nicht ganz genau dem Verlauf folgen und trotzdem wird er eben versuchen, die Haare irgendwie in den Griff zu bekommen. Also die magnetische Schere, mein Gott, die 20 Punkte schafft man, das geht. Ja? Also das geht relativ leicht. Bitte. Das Problem bei solchen Dingen ist ja meistens das Giftschirm, was wir da oben haben, das kriegt die Schere nicht hin. Hätte man das auch geschafft, wenn man da oben rausgefahren wäre mit der Schere, aber ist das dann nicht möglich? Ich habe mich auf dieses Haarbüffel, wo das sehr markant ist, muss ich sagen. Das ist ein Luder. Ich hätte es am Weg geschnitten. Weil der Hintergrund kommt durch und so, also das ist schwierig, das kann ich auch nicht so. Aber es gibt sicher Programme, die diese Haare können. Ja. Photoshop ist genauso schwer. Ist auch so schwer. Gut, okay. 1 zu 1. Passt. Jetzt war es auch nur ein Anliegen. Und jetzt zum Beispiel sage ich mir, zu dieser Auswahl noch die Farbauswahl dazu haben. Das ist mein ja, genau. Das geht nicht. Habe ich nicht entdeckt. Ne? Das Einzige, was ich anbieten kann, ist immer, dass man eben weitere Objekte dazu nehmen kann. Ja? Das Additive, das kann man hier bei fast allen diesen Auswahlen machen. Aber noch. Könnte man vorstellen, dass man mit mehreren Layern das Bild zwei, dreimal in sich kopierst und auf unterschiedliche Lehrlinge, dass die auch aufeinander legst. Müsste man herum. Es gibt zahllose Anleitungen in dieser Richtung, ja, waren wir dann ein bisschen zu kompliziert. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Ja. Noch etwas sehr Hübsches, also es sind lauter Versuche, wie man sieht. Ja, es gibt kein Patentrezept, man muss für jedes Objekt das herausfinden, was für das Objekt am besten geeignet ist. Das funktioniert so, das heißt Vordergrundauswahl, man wählt einmal ganz grob einen Umriss aus. Das ist gar nicht genau, das muss nicht genau sein. Und dann zieht man, wenn man den Umriss geschlossen hat, dann zieht man eine Linie mit einem Pinsel, nichts mit einem Pinsel, sondern einfach, wenn man das Werkzeug aus der Hand nimmt, also wenn man die Linie schließt, verwandelt sich das Werkzeug in einen Pinsel und man zieht mit dem Pinsel einfach eine Linie über den Bereich, den man eigentlich erfassen will. Und dann macht das Programm eben diesen Ausschnitt. Wobei er sich da immer leicht irrt, ja? Also, wie gesagt, das Bild ist gar nicht so schlecht, wenn man sieht, wie kompliziert das ist. Einfach ist es natürlich bei einfachen Figuren. Aber bitte mit ein bisschen, wenn man sie ein bisschen spült, geht das schon.
Dann gibt es noch eine letzte Möglichkeit, die heißt Pfade. Das schaut ganz ähnlich aus wie bei dieser magnetischen Schere. Nur kann man diese Pfade im Nachhinein vielfältig bearbeiten. Also hier zum Beispiel habe ich mich geirrt. Die magnetische Schere würde hier einen Bogen machen um die Haare, der Pfad nicht. Aber das macht nichts, man kann das im Nachhinein kopieren. Ich habe es da bei der Nase gezeigt, man vergrößert es ein bisschen und dann kann man die einzelnen Punkte, man kann also weitere Punkte hineinsetzen und an diesen Punkten anziehen und auch die Krümmungen festlegen. Also das kann man mit diesen Pfaden am genauesten bestimmen, diesen Umriss. Ja? Man kann beliebig viele Punkte dann da hineinsetzen, wenn man es ganz genau wissen will. Ja, wenn man das Bild vergrößert und nachher verkleinert, hat man natürlich auch einen enormen Gewinn an Präzision. Ja? So, und dann kann man eben das, was man ausgewählt hat, kann man eben jetzt verschieben oder löschen oder was immer man halt damit machen will. Oder anders wie behandeln, in eine andere Ebene verschieben. Ja? Oder eben ja, mehrere Köpfe. Ja. Also das ist wie ein Text. Also der Baustein, den man jetzt sozusagen markiert hat, kann man kopieren, einfügen, löschen, was man halt mit einem Text auch machen kann. Man kann aber auch die Umgebung löschen. Also meistens will man ja aus einem großen Bild ein Objekt herausgreifen. Jetzt bemüht man sich, das Objekt zu umfassen, aber wenn man jetzt auf Delete drückt, dann löscht er ja das, was ich ausgewählt habe, weg. Daher muss man die Auswahl umkehren, also man muss das, was man nicht ausgewählt hat, auswählen und das geht mit Steuerung I. Da, Steuerung I wählt das, die Umgebung aus. Und wenn man dann auf Delete drückt oder Ctrl X, dann löscht er die Umgebung und nicht das Gesicht. Das entlassen wir, glaube ich, ne? Den Mohammed. Ah, nein, einmal kommt er noch. Ja. Er ist übrigens sehr erfolgreich, der ja. Was da köpfen lassen? Die Amateure. eins der wichtigsten Dinge ist, dass man ein Objekt sozusagen in die Hand nehmen kann und von der Umgebung befreit. Also das Gesicht zum Beispiel. Nicht? Das Gesicht an sich ohne Umgebung, das nennt man Freistellen. Und die einfachste Möglichkeit ist die bereits beim Fotografieren, indem man das Objekt scharf stellt und versucht, den Hintergrund unscharf zu stellen. Also das Foto an sich ist eh schon so. Also das Foto ist aus, was weiß ich, 10 Meter Entfernung aufgenommen, aber der Hintergrund ist eh schon unscharf. Aber es könnte viel unschärfer sein, dazu habe ich das Objektiv, müsste man näher rangehen. Also das habe ich nicht gekonnt, aber im Prinzip sieht man das da eh so. Die zweite Möglichkeit ist die, dass man dann den Hintergrund, der einen stört, dass man den abwedelt, heißt das. Das ist ein eigenes Werkzeug. So habe ich leider dieses, wie das ausschaut, weiß ich nicht. Das ist so ein etwas größerer Pinsel. Da ist es eh, da sieht man es. Das ist das Abwedelwerkzeug. Und mit diesem Werkzeug macht man sich in der Umgebung wichtig. Also man versucht halt, die Umgebung zu verwischen. Man sieht, ich bin kein Abwedler. Ich habe es halt einmal probiert. Aber es ist halt, ja, wenn man was zum ersten Mal macht. Franz, du hast ja nur 14 Tage. Ich habe nur 14 Tage. Es ist komplett, ja. Egal. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, es gibt solche Möglichkeiten. Wobei ich habe mehr angewendet, als man das normalerweise tut. Bei der Fotografie würde man nur ganz schwach abwedeln. Ich habe also ein bisschen Gas gegeben, damit es was hergibt. Wie gesagt, alle diese Werkzeuge sind unglaublich parametrierbar. Ja? Also das erzähle ich jetzt gar nicht, also man kann alles ändern. Man kann die Form der Spitze ändern, den Aufpressdruck, die Intensität, das Durchscheinen. Ja. Egal. Transparenz. Das ist eben, also für mich ist das Wichtigste, dass man Teile des Bildes durchscheinend macht und sozusagen vom Hintergrund abheben kann. Dazu braucht man eben dieses Freistellen, dass ein Gesicht einmal erfasst wird und der Hintergrund verschwindet dann oder ist durchsichtig. Wichtig ist, dass wenn man ein JPEG-Bild zum Beispiel öffnet und man würde irgendetwas transparent schalten wollen, dann kann man immer nur irgendeine Farbe transparent schalten, also zum Beispiel rot oder blau oder grün oder irgendeine Abstufung dieser Farben, irgendeinen RGB-Wert kann man transparent schalten, einen. Aber nicht zwei. Es geht nur einer.
Wenn man also bei irgendeinem Bild auf Transparenz schaltet und sagt, das möchte ich transparent haben, dann passiert was Komisches. Dann werden Teile des Bildes transparent, wo eben intensiv diese Farbe vorkommt und andere Teile wieder weniger. Ja? Anders ist es aber, wenn man einen Alpha-Kanal dazu schaltet, einen eigenen Alpha, ist ein eigener Menüpunkt, und wenn man den dazu schaltet, dann wird diese eine Ebene als eine Art Maske verwendet, die diese Umgebung ganz hart transparent abtrennt. Also das ist das, was ich am häufigsten verwende. Zunächst einmal dieses integrierte Zeug. Wenn ich hier dieses Bild, ich klicke irgendwo hin, mit irgendeiner Farbe, zum Beispiel diese Farbe, Rot, dann werden alle diese Farbinformationen mit diesem Farbwert in dem Bild auf transparent geschaltet. Das ist manchmal mehr, manchmal weniger. Und damit man sieht, wie das wirkt, habe ich einen gelben Hintergrund dazu gegeben und jetzt sieht man, dass diese hier so karierten Teile mehr oder weniger gelb werden. Je mehr kariert, also zum Beispiel hier in dieser Bluse, wird das ganz gelb an dieser Stelle. Ja, das zieht sich durch, diese Farbe zieht sich durch das ganze Bild und dieser Farbwert Rot, also da steht es ganz genau, wird transparent. Und wenn ich jetzt hinter dieses Bild, hinter dieses transparente Bild, eine gelbe Folie schalte, dann leuchtet dieses Gelb von hinten durch. Das soll das Bild zeigen. Das ist, die ursprüngliche Farbe ist dann immer mehr vorhanden. Genau, die ist weg. Und wurde jetzt praktisch. Das heißt, die Ebene ausblenden, ist es wieder da. Na? Naja, pass auf, das hier ist das Originalbild, bei dem diese eine rote Farbe auf transparent geschaltet worden ist. Das ist das Original, das bearbeitete Rot. Jetzt habe ich dieses Bild als PNG gespeichert und hier eingefügt. Und dieses PNG-Bild ist jetzt transparent an den Stellen, wo dieses Rot vorkommt. Und da sieht man hier, damit das sichtbar wird, sonst würdest du es ja gar nicht sehen, weil das war ja, der Hintergrund ist grau und das sieht man fast nicht. Deswegen habe ich einen gelben Hintergrund genommen, damit man sieht, dass das Gelbe jetzt von hinten durchscheint. Das habe ich schon verstanden. Was ich fragen wollte, ist, ob diese Transparenzschaltung auch als Ebene genommen werden kann. Im Photoshop hast du ein klares Bild dahinter, ja. Ich nehme eine transparente Ebene, dann scheint es durch, dann habe ich eine weitere Ebene, die gelb ist, und dann habe ich das Gleiche. Nur ich kann dann jederzeit, um das Resulting verändert zu haben, die Ebene da ausblenden. Ja, das geht auch. Habe ich in dem Fall nicht gezeigt, ich habe nur dieses eine Element. Ja, genau. Also das mit den Ebenen, das ist auch in der dritten Woche. Ja. Jetzt habe ich die zweite Möglichkeit ist die Verwendung eines direkten Alpha-Kanals, heißt das. Und das geht jetzt mechanistisch so, Ebene transparent Alpha-Kanal hinzufügen. Jedes normale JPEG-Bild, das man öffnet, hat keinen Alpha-Kanal. Den muss man extra hinzufügen. Und wenn man jetzt sozusagen das Bild transparent macht, dann ist, also hier ist es zum Beispiel passiert, ja? Hier sieht man, dass alles, was außen ursprünglich weiß war, ist jetzt transparent. Und zwar hart. Das geht nur bis daher und dann ist es aus. Das, der Kopf ist die Maske, die den transparenten und nicht transparenten Bereich voneinander trennt. Es gibt also jetzt zwei Ebenen, die Ebene des Kopfes und die Ebene, diese Maske hier. Die Maske hat genau den Umriss, den der Kopf hat. Wurde diese Auswahl mit einer magnetischen Schere ausgeschnitten oder? Das weiß ich nicht mehr. Also es ist auch nicht schön gemacht, es ist halt einfach, dass man es halt sieht. Nein, mich würde es interessieren, ja, ich glaub, auf der Seite des Kopfes da weiße Rasterpunkte zu erkennen sind, was ja auf die magnetische Schere hindeutet. Ja, das kann sein, ja. Das weiß ich nicht mehr. Eine Kleinigkeit, das ursprüngliche Bild hat ja ungefähr diese Größe. Aber mich interessiert ja eigentlich nur der Kopf. Für diesen Zweck gibt es ein einfaches Kommando, Bild auf Auswahl zuschneiden. Dann schneidet er das Bild automatisch auf den gerade sichtbaren Bereich zu. Das ist also hier passiert. Und mit dieser Datei kann ich jetzt spazieren gehen und die kann ich in den PC News verwenden. Und egal was da für ein Hintergrund wäre, immer würde der Kopf ohne den Hintergrund dargestellt werden. Das dieser Alpha-Kanal muss aber nicht so hart sein, oder? Der ist so hart. Der ist das ist nur ein Bit? Eigentlich ja. Durchscheinend oder nicht durchscheinend?
Aber wie gesagt, da würde ich doch, also das sage ich dann nicht so ganz genau. Da würde ich mich nicht so genau festlegen. Ja? Da lege ich mich nicht so genau fest. Weil die Ebenen ist ein eigenes. Also das wird, kommt noch einmal, aber... Ich hätte so verstanden, dass diese zusätzliche Ebene ja mehr kann oder können soll als die einfache Variante, oder? Die Professorin, also dann würde ich schon auch meinen, dass das Ding dann Abstufungen kann. Vielleicht jetzt ja nicht mit der Art und Weise, wie das jetzt auch ausgeschnitten worden ist. Ja? Mhm. Aber das kann sein, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich habe versucht, eine Einklicklösung für unser Wikipedia-Leiberl zusammenzubringen vom letzten Mal. Und das Problem ist, ich habe hier ein Leiberl und das Leiberl liegt auf einem Parkettboden. Und jetzt geht es darum, dieses Leibchen mit einem Klick zu erfassen und den Parkettboden wegzuschmeißen. Und wenn man das jetzt mit dem Zauberstab macht, das sieht man bei dem, ich versuche einmal auf das Blau loszugehen, das ist nicht so schlecht, allerdings lasst dann natürlich die Schrift aus, also das ist ja nicht, ich will ja das Leiberl haben, die Schrift will ich ja auch. Also der Klick auf das Blau ist jetzt nicht optimal. Ja? Dann habe ich versucht, auf das Parkett zu klicken, ist auch nicht schlecht, aber es bleiben hier links oben und da bei dem Hellen bleiben Stellen frei, die ja nicht erfasst werden. Aber man sollte nicht aufgeben. Wenn man nämlich auf Rot einstellt, also man triggert nicht auf Zusammensetzung aller Farben, sondern auf eine bestimmte Farbe, in dem Fall auf Rot, dann gelingt es hundertprozentig, obwohl das da spiegelt und nicht ganz rot ist. Also in diesem Fall habe ich nur einmal auf das Parkett geklickt, mit Farbe Rot. Den Schwellwert muss man natürlich ein bisschen ausprobieren. Ja? Also den Schwellwert kann man nicht beliebig setzen, muss man ausprobieren, dann erfasst er tatsächlich das Parkett, Delete und es ist weg. Und so schaut es dann transparent aus, man sieht, dass die Leiberln praktisch über dem Hintergrund schweben. Ja, das war das Freistellen mit Zauberstab, wo es funktioniert. Weil dieses Muster ist ausreichend einfach, dass der Zauberstab keine Probleme hat. Ja? Bei Gesichtern, ja, schwierig. So, dann noch einmal zu diesem Bild. Ich habe nämlich zwei Bilder gemacht. Das zweite Bild war ungünstig, weil ich war gerade mit dem Handy zwischen der Lampe und dem Bild. Und jetzt hat es da so einen Grauschatten. Ne? Ja, typisch. Das wäre zwar, brauche ich nicht mehr entzerren, aber dafür ist nicht schön belichtet. Jetzt wollte ich nur zeigen, dass man mit diesen Größen Helligkeit, Kontrast, Farbton, Sättigung abwedeln, eben ein einigermaßen schwarz-weißes Bild erzeugen kann, wobei das Abwedeln braucht man genau an dieser Stelle. Da ist ein bisschen dünker der Schatten und wenn man dann mit dem Kontrast, Helligkeit und so weit schon ist, dass eh schon alles verschwunden ist, bleibt an dieser Stelle noch ein bisschen Rest. Und den kann man mit dem Abwedeln ganz perfekt wegnehmen. Es wird nämlich tatsächlich nur der Schatten weggenommen, aber die schwarzen Linien bleiben schwarz. Also ist hübsch, also da gibt es ein paar so Einstellungen, mit dem kann man das wegbekommen. Gut, noch ein Beispiel. Jetzt braucht man wieder einen neuen Pass. Nicht? 10 Jahre sind vorbei. Und jetzt war ich auf dem Passamt und habe geschaut, wie muss ich ausschauen. Also Kopftuch geht auch, wenn man eine gewisse Form einhält. Aber das Bild ist nicht gut, weil mein Handy auch nicht gut fotografiert. Es ist also einerseits nicht rechteckig, das Bild. Es gehört ein bisschen entzerrt und es gehört ein bisschen verbessert. Und ich habe ein bisschen herumprobiert. Also einmal die Perspektive gerade richten. Ja? Das kann man also machen mit diesen Anfassern. Dann bekommt man einmal ein gerades Bild. Und dann kann man, das ist das Original, und da gibt es einen Automatikknopf. Der ist also ziemlich progressiv. Ja? Wenn man den anwendet, bekommt man also ein knalliges Bild, wo man sogar sieht, dass ich da fotografiert habe. Das sieht man am Original gar nicht. Also hier sieht man, dass ich im Hintergrund stehe und fotografiere. Das hebt er heraus. Also das ist unbrauchbar, obwohl das heißt Farben automatisch abgleichen. Was aber besser ist, man macht einmal einen Weißabgleich und was
überhaupt das Beste ist, ist dieses Farben und Kurven. Da kann man also das Bild, die Bildinformation auf den gesamten verfügbaren Bereich spreizen oder stauchen, je nachdem wie man das will. Und da entstehen dann durchaus brauchbare Ergebnisse, die dann schon wieder druckbar fast sind. Ja? Gut. Ja? Also bei Verbesserung von Farben hat dieses Farben und Kurven, wo man also dann die Bildinformation, das Histogramm mit diesen Anfassern hier, die drei Anfasser für die hellen Teile, für die dunklen Teile und für die Mitten, die kann man so justieren, dass das Bild einigermaßen erträglich ist. So, abschließend ein, abschließend nicht ganz aus, ein Rapidler, ist ein Hundefreund. Und diese Hunde leben alle nicht mehr, aber es gibt nicht mehr viele Bilder von den Hunden und es sollte mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht werden. Die Hunde müssen auf ein Bild. Und ich bin ja kein Fotograf, also ich bin kein Gestalter. Ja? Und jetzt habe ich da diese komischen drei Bilder. Vier, ja, drei. Und jetzt habe ich halt experimentiert. Ne? Ich habe diese Hunde einmal freigestellt und habe geschaut, wenn ich den da hinein gebe, ja, wie schaut das dann aus? Dann habe ich, wenn man sich diese beiden Bilder vergleicht, dann sieht man, dass hier mit einem Filter versucht wurde, ein künstlerisches Bild zu machen, so ein bisschen gemalt. Ja. Dann gibt es so Umrisse, Umrissfunktionen, das kennt man ja, hier gibt es tausende von diesen Dingen. Dann kann man Reliefs machen oder, ja. Und wenn man so eine Strichzeichnung nachbildet, sollten diese Bilder qualitativ alle ähnlich sein. Weil dieser dunkle Hund passt stilistisch zu den anderen nicht dazu, habe ich dann so auch irgendwie, hat mir auch nicht gefallen. Also ich war leicht verzweifelt, die Hunde wollten sich irgendwie nicht in den... Jetzt habe ich halt dann gezählt, es waren fünf, habe ich gesagt, gut, machen wir olympische Ringe. Und dann habe ich aus den Hunden irgend so ein, ja, das ist nur ein Beispiel, ja. Also die Hunde werden freigestellt, dann werden Kreise rundherum gezeichnet und die sind falsch, die Ringe. Die Ringe habe ich übereinander gelegt, die können aber ineinander verschlungen. Habe ich dann verzichtet, ja. Aber dieser Hintergrund ist eine eigene Ebene, wo dann irgendeines dieser tausenden Muster halt eingefügt wird und bei irgendwann hört man dann auf. Nach der dritten Stunde hört man auf zum Aussuchen. Gut, das war das Hundememorial. Dann, was ich sehr häufig mache, ist, wenn wir zum Beispiel Bilder machen hier, dann entstehen quasi 20 Bilder. Ich kann nicht jedem 20 Bilder geben. Jetzt mache ich ein Bild, wo möglichst, sagen wir, vier typische drinnen sind und fertig. Jeder kriegt ein Bild und da sind halt vier drauf, wie eine Postkarte. Das kann man mit dem Photoshop perfekt machen. Man hat also ein Basisbild, wieder diese Pfarrkirche. Die gibt aber auch, oder? Bitte? Die gibt aber auch. Was habe ich gesagt? Gut. Nein, das verfolgt mir das Programm. Man kann einen Text draufstellen, man kann diesen Text zentrieren, man kann auch einen Schatten legen, habe halt grün genommen für den Schatten. Hier ist also ungefähr die Entwicklungsgeschichte für so ein Bild und rechts sieht man die Ebenen, die bei so einem Projekt entstehen. Man hat also ein Basisbild, das steckt steckt unten, dann kommt dieses Bild mit dieser Kirche drauf, das wurde verkleinert und in die Ecke gestellt und alles andere ist transparent. Ja, also das erste Bild ist die Kirche von innen, das zweite Bild ist die Kirche von außen nach links oben gestellt. Die beiden gehören nicht zusammen, das sind zwei getrennte Dinge, die kann man jederzeit woanders hinschieben, die Kirche, ja, diese hier. Die hängt mit dem ersten Bild nicht zusammen, weil sie in einer anderen Ebene gespeichert ist. Die Schrift ist dann die dritte Ebene und der Schatten die vierte. Also man kann diese Ebenen auch vertauschen, um zu sehen, wie sich die Wirkung ändert. Man kann zum Beispiel den Schatten auf die Schrift legen. Geht auch, dann sieht man, dass das Grüne im Vordergrund ist und also kann man sich also spielen. So entsteht also eine Postkarte. Ja, das habe ich also ausgelassen. Dieser Punkt hätte noch ungefähr 100 Folien gebraucht. Ich habe mich auf eine Folie beschränkt, eine Kinderzeichnung mit einem Hintergrund und ein bisschen die Pinselformen ausprobiert. Das muss man ausprobieren, das kann man kaum zeigen. Plugins. So, das waren nicht alle Basisfunktionen. Die Basisfunktionen mit den Ebenen, ja, da gibt es also derartig viele Möglichkeiten noch bei den Ebenen, das habe ich nicht besprochen. Ein echter Vierer. Ja.
Alles, was es gibt, eine Grundausrüstung von Effekten. Die Effekte muss man einfach ausprobieren. Da gibt es zu jedem Effekt mannigfaltige Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe nur so punktuell dieses Relief gezeigt und so, da gibt es viele von denen. Das kennt eh jeder. Alles, was über dieses Grundrepertoire von Möglichkeiten hinausgeht, ist in sogenannten Plugins zu finden. Es gibt zahllose Artikel über Plugins und es gibt hunderte Plugins, die alles Mögliche können. Das ist die Registry der Plugins, das ist eine eigene Adresse auf der GIMP-Seite, wo diese Plugins alphabetisch aufgezählt sind. Ja, kann man verwenden. Diese Arten habe ich gefunden. Es gibt Python-Dateien, einfach PY als Endung. Eine solche Datei, wenn man einer solchen Datei habhaft wird, dann speichert man die in das Plugins-Verzeichnis. Dann gibt es SCM-Dateien. Das ist eine Skriptsprache, die in dem GIMP eingesetzt ist. Und diese beiden Typen von Skripten oder von Plugins können, so wie sie sind, in ein Verzeichnis kopiert werden und schon sind sie aktiviert. Da braucht man nichts installieren, die kann man auf die gleiche Weise auch wieder deinstallieren. Man nimmt die Datei und löscht sie und dann ist sie weg. Die tun auch nicht allzu viel, wenn man GIMP startet. Also die sind relativ harmlos. Und sollte eins einmal nicht funktionieren... Das Einzige, was ist, je mehr Plugins es installiert sind, umso länger... So ist es. Der Startvorgang wird verlängert. Und wenn einmal eins nicht funktionieren sollte, dann ist es kein Problem, das wieder zu löschen und dann ist es wieder weg. Also wirklich deinstallieren, in dem Sinn muss man hier nichts, nur löschen. Dann gibt es Exe-Dateien und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es handelt sich um eine echte Ergänzung zu dem GIMP, dann handelt es sich um ein Programm, das extra kompiliert werden musste und dann entsteht eine Exe-Datei, manchmal auch DLLs, die man in das Plugins-Verzeichnis hineinkopiert. Das funktioniert nicht immer. Und ich habe also auch einige gefunden, die nicht funktionieren, weil derjenige, der das portiert, ist meistens ein Linux-User, der macht es einmal für Windows und das war's dann. Und er sorgt sich dann nicht mehr darum, dass dieses Projekt unter Windows auch immer wieder auf den letzten Stand gebracht wird. Darum scheinen diese Plugins nicht immer zu funktionieren. Schließlich gibt es sogenannte Installer. Also das ist eine umfassende Datei, die alles Mögliche installiert, wo man keine Kontrolle hat, was da alles passiert. Ist mir leider so passiert. Bitte. Achso, nein. Gut. Also diese Arten von Plugins habe ich entdeckt. Ich fange jetzt ohne einer bestimmten Bewertung, einige zeige ich, wie die funktionieren. Dieses Plugin heißt Layer via Copycat. Das bedeutet, ich kann auf einem Bild etwas auswählen, ausschneiden und indem ich den Befehl Copycat oder also Layer via Copy anwähle, wird dieser Ausschnitt automatisch in einen neuen Layer verschoben, sodass ich dann zwei Bilder habe. Den, von dem ich es ausgeschnitten habe und das, was den Ausschnitt enthält. Also ich erspare mir das händische Anlegen eines Layers, wo ich dann das Bild hineingebe, sondern das passiert einfach automatisch. Ist ein ganz praktisches Plugin, fügt sich automatisch in dieses Menü ganz unten ein und man kann es ab dem Zeitpunkt verwenden. Sehr praktisch. BIMP. Sehr imposant, wenn man so wie ich hunderte Bildern gleichzeitig bearbeiten will, weil das geht nämlich mit GIMP schon. Aber da wird man alt. Also wenn man einmal sagt, ich möchte alle Bilder ein bisschen aufhellen, dann ist es sehr mühsam, das für jedes Bild zu machen. Es gibt das Programm BIMP, mit dem kann man unglaublich viele Dinge in einem Batch-Prozess automatisch ablaufen lassen. Und zwar nicht nur die eingebauten Basisfunktionen, sondern auch alle Plugins, die man später dazu installiert hat. Das ist ganz toll. Und zwar, wenn man hier auf Add geht,
Moment. Ja, hier stehen die Basisfunktionen. Zuschneiden, Spiegeln, Farbkorrektur und solche Dinge. Ja, Wasserzeichen. Und dann gibt es eine Zeile, die heißt andere GIMP-Anwendung. Wenn man diese öffnet, öffnet sich ein Verzeichnis. Bei mir waren es 900 Funktionen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich die alle habe auf dem Rechner. Also das war toll. Und zwar auch diejenigen, die ich im Nachhinein als Plugin installiert habe, sind dort auch dabei. Also das ist eine unglaublich leistungsfähige Sache, dieses Batch Image Manipulation Processing. Super. Ja, übrigens, ich verwende aber noch immer das Irfan View, weil das ist einfacher. Das ist für die Pension, dieses Programm, ja? Dieses, das BIM. Contrast Fix hat mir auch imponiert, und zwar manchmal passiert es, dass man gegen die Sonne fotografiert und dann ist das Gesicht dunkel oder umgekehrt, es ist zu hell oder so. Dieses Contrast Fix kann das. Also es ist ein Plugin, das speziell dafür gedacht ist, dunkle Stellen oder helle Stellen zu bearbeiten. Ich habe den da genommen, der hat mir so gefallen. Und zwar, das ist mir zu dunkel gewesen. Das war, warte mal, wo ist Karabakh? Das ist in Tschetschenien, nein, Aserbaidschan, glaube ich, ist das, Karabakh. Also das war ein Mann aus Karabakh, am Sportclubplatz. Und das ist hier sehr dunkel gewesen und ich habe durch zweimaliges Anwenden dieses zu dunkel, ja, habe ich dann ein etwas freundlicheres Bild von ihm bekommen. Sehr praktisch ist, alle diese Plugins hängen sich irgendwo hin ins Menü. Ja, man muss suchen direkt, ja, wo sie sind. Ja. So, etwas, was oft vorkommt, ist, man hat ein Bild und man möchte Objekte entfernen. In der letzten Zeit ist im Facebook immer so eine Werbung, da sieht man ein Bild. Gut, so gut wird es das nicht sein, aber ich zeige es an einem Beispiel, wie das geht. Übrigens, hier steht immer, wie die Datei heißt und wie man sie kopiert und so, und wo man die Quellen dazu findet. Ja, das ist nicht so. So. Das war nur ein Beispiel, derselbe Mann mit dieser Türkei-Fahne. Und ich habe das Beispiel war, dieser Mann sollte weg. Mhm. Und als Anfänger in dieser Disziplin habe ich ihn einmal eingerahmt, das ist schon einmal okay. Und dann habe ich halt die Voreinstellung genommen. Ich habe mit dem Lasso eingefangen. Na, Entschuldigung, hier war es die magnetische Schere, ich habe ihn also genau abgefahren. Ja. Und dann habe ich mit der Voreinstellung versucht, ihn zu entfernen und das ist nicht gelungen. Und zwar, er hat nämlich aus diesem Bereich hier, wo diese Stehplatztribüne ist, diese Teile hat er zufällig da irgendwo hineingepixelt. Das darf man also nicht. Da steht nämlich, in der Voreinstellung steht, wähle die zu ersetzenden Teile zufällig. Und zufällig heißt eben, dass er dann auch von da oben an da unten einsetzt. Darf man nicht. Man muss eben gehen auf von innen, von außen nach innen, ja, also gehen. Und dann nimmt er also jetzt von hier von außen ein Rasenstück und setzt es nach innen. Und bei dem zweiten Versuch ist es dann schon besser gelungen, ja. Also er nimmt ein Rasenstück von außen, setzt es nach innen und damit ist der Mann verschwunden. Und beim zweiten Versuch habe ich mich auch nicht mit dieser magnetischen Schere abgemüht, sondern habe einfach mit dem Lasso eine Linie gezogen, das genügt. Ja, also man kann die Menschen verschwinden lassen, passt. Cool. Dann habe ich, also das habe ich noch einmal probiert, und zwar dieses schöne alte Bild von Hütteldorf, da war so ein Urheberrechtsvermerk, wobei der hat das sicher nicht fotografiert, aber er hat sich da trotzdem verewigt, hat mich gestört. Man braucht wirklich nur einen Strich zu ziehen und sagt, Objekt entfernen, weg ist es. Also in dem Fall geht es ganz leicht, weil die Umgebung schön grau ist. Ja. Wenn die Kinder allein kriegst, dann lass uns erklären. Bitte? Wenn die Kinder von den Fotografen allein kriegst, dann lass uns erklären. Ja. Ja, genau. Das ist die Fahrwiese. Dann war noch etwas, das Bild ist ja ein bisschen flau. Ja? Also das ist halt schon älter. Jetzt habe ich versucht, ob ich mit den Bordmitteln von GIMP dann noch etwas erreichen kann. Es geht schon. Das Original ist hier und das Endergebnis ist hier, es ist ein bisschen kräftiger, das Bild. Ja? Und gemacht habe ich Folgendes. Hier habe ich einmal, es war im Farbmodus, man hat gesehen, dass das ja eine Farbinformation war. Ich habe also das Bild zunächst in ein Graustufenbild
umgewandelt. Dann habe ich die Farben normalisiert. Was da jetzt ganz genau passiert, also ich stelle mir das so vor, wie wenn man eine Audiodatei normalisiert, dann dehnt man sie auf den gesamten bespielbaren Bereich aus. Also stelle ich mir das ein bisschen vor. Es wird also die Bildinformation auf den gesamten Tonwertbereich gespreizt. Etwa. Und dann habe ich über diesen Farbenwerte mit diesen beiden Anfassern das Bild etwas plastischer eingestellt, so wie hier. Ja? Und mit dem letzten Wert kann man dann noch die Tonwertabstufung wählen und dann wird es also ganz gut, also jedenfalls besser wie das Original. Kann man sich also ein bisschen mit diesen Dingen spielen. So, dieses Objekte-Entfernen-Plugin hat noch eine große Anzahl anderer Möglichkeiten, die ich nur aufgezählt habe. Also da gibt es sehr viele schöne Dinge, zum Beispiel das Uncrop hat mir auch gefallen. Wenn ein Bild zu klein geraten ist und man möchte es vergrößern, dann kann man sagen, bitte 10% größer und er berechnet aus den Randwerten das Bild in die Nachbarzonen, wo das Bild eigentlich gar nicht ist. Also alle diese Dinge kann das. Dann habe ich versucht, ein Panorama zu machen. Das geht auch nicht mit der Grundausrüstung. Da muss man sich so einen Panorama-Stitcher installieren. Kann man aber mit professionellen Dingen nicht vergleichen. Ja, also ein professionelles Panorama, dem gebe ich die Bilder und der macht ein Panorama. Das funktioniert hier so. Ich wähle aus den Bildern diejenigen heraus, die ein Panorama sein sollen. Das beginnt hier. Es sind 10 Bilder bis zum letzten. Das war übrigens das 4:2 von Ried gegen Rapid. Ja. Dann sieht man, was er mit diesen Einzelbildern macht. Er schneidet, also er fügt eine Übergangszone zum Nachbarbild ein, wobei er diese Zone dorthin legt, wo man ihm sagt, dass die Überlappungsgröße ist. Also man muss eine Ziffer angeben von 0 bis 100%, die eben angibt, wie viel diese Bilder überlappen. Gibt man zu wenig an, also man muss sich mit dieser Zahl ein bisschen spielen, damit das mit den Bildern übereinstimmt. Also wenn man so gefühlsmäßig immer von 10 zu 10 Grad, ich weiß nicht, wie man das genau macht, muss man also schauen, dass diese Überlappungszone auch einigermaßen richtig sitzt. Und dann fügt man die Bilder eins neben das andere und schaut anhand so markanter Dinge, wie zum Beispiel diesen Masten oder den Schriften, dass das einigermaßen zusammenpasst. Das Ergebnis ist immer ein bisschen unschärfer, wenn man ins Detail geht, da man sich das Panorama aber ohnehin immer insgesamt anschaut, also dann wird es ja wieder kleiner, dadurch fällt diese geringe Unschärfe nicht allzu viel auf. Also man kann diese 10 Bilder, man sieht das Programm, ordnet sie in 10 verschiedenen Ebenen an und man kann in jeder Ebene das Bild so lange hin und her schieben, dass es mit den vorigen übereinstimmt. Ist kein professionelles Panorama, aber mein Gott, ja. Es war die Anmerkung für Arme. Beautify, Beautify ist ein Plugin, mit dem kann man Bilder verschönern. Gut, sagt das Programm. Ich habe es probiert. Das ist das Originalbild und wirft man dieses Beautify an, dann gibt es eine Menge Vorschläge, wie denn dieses schönere Bild ausschauen soll. Und ich habe jetzt nur eins herausgegriffen. Ich glaube, es war dieses Smart Color und also 2 habe ich genommen. Achtung, bei jedem Klick hier rechts wird dieser Effekt hier angewendet. Also ich klicke zum Beispiel hier auf Soft Light, dann wird auf dieses Originalbild dieser Effekt angewendet. Beim nächsten Klick wird dieser Effekt noch einmal angewendet und so weiter. Hat man davon genug, muss man es mit Reset wieder in den Grundzustand bringen beim Experimentieren. Ja? Also mit diesem Beautify-Programm kann man Bilder verschönern. Man kann noch mehr machen. Man hat eine riesenhafte Auswahl von Rahmen, die man dem Bild antun kann.
Also weiß, also die Farben kann man wählen, ich habe es also jetzt grün gemacht. Es gibt alle möglichen Arten von Rahmen. Und man kann auch eigene dazugeben, ist kein Problem, man braucht nur ein JPEG-Bild nehmen, in das Verzeichnis hineingeben und man hat wieder einen neuen Rahmen. Ob es dann schöner ist, weiß ich nicht. Ja. Ja. Letzter Punkt. Windows ist ein Problem, weil diese wirklich leistungsfähigen Programme sind ja alle für Linux geschrieben worden. Und damit das auch unter Windows läuft, muss man die Programme neu kompilieren. Und das ist hier geschehen. Es gibt GIMP-Extensions für Windows und das ist wirklich viel. Also das ist das, was man da alles installieren kann. Und das sind hunderte Dinger. Vor allem haben sie einen Nachteil, wenn man sie installiert, dauert der Ladevorgang von GIMP bedeutend länger und es gibt ein oder zwei dieser Plugins, die nicht funktionieren oder nicht mit der Version, die ich halt gehabt habe, so dass bleibt das Programm beim Starten hängen, man muss das quittieren und dann geht es wieder weiter. Das ist eine Sammlung von Extensions, oder? Ja, ist eine Extension-Sammlung und unendlich viele, ja. Also das. Ich war erstaunt, das Menü ist so groß, dass ich es gar nicht mehr zeigen kann, weil das Menü erweitert sich durch diese Extensions gewaltig. Gut, das war's. Das ist der Wilber. Der Wilber ist das Maskottchen von GIMP und der ist auf jedem, das ist das GIMP-Logo sozusagen. Zwei Fragen. Du hast ja wahrscheinlich von Photoshop kommend den GIMP verwendet. Ich habe den Photoshop nie verwendet. Also nie verwendet? Nie. Weil du vorher mal Photoshop gesagt hast, dass ich dachte, du hättest ihn verwendet. Nein, das war mir zu teuer. Monatlich 30 Euro für das, was ich da mache. Nein, nicht. Das zweite ist, diese Plugins, die Sammlung, die du letztens gezeigt hast, die muss man ja nicht komplett installieren. Da kannst du ja auch die einzelnen Plugins in Musik umbreiten. Ganz genau, ja, das kann man schon machen. Ja, genau. Ich habe die ersten, das waren einzelstehende Plugins. Die kannst du, ja. Und dann wollen wir das installieren, aber zu kompliziert da und suchen, wo ist das installieren, DZIP und was ich, ja. Und so haben wir heute das Paket installiert. Linux verwenden. Genau, danke. Das kommt dann auch vom Computer immer. Von mir kommt das nicht. Was sagst du? Ich habe meine Erfahrung, dass auch die Beachtung mit Photoshop arbeiten. Das, was einfach für Photoshop spricht, hat die 20 Jahre. Das kann ich nicht. Das ist das, ja. Aber kompliziert ist es nicht. Ist das immer schlechter oder teurer oder was auch immer, die Leute klammern sie an das. Was sie immer schon gemacht haben. Genau. Und solange die nicht wegsterben, werden die das. Also, das Programm ist nicht kompliziert zu bedienen, es ist ganz einfach. Das ist, ja, ich kann es ja auch. Also, okay, natürlich nicht, aber bediene natürlich. Ich bin in einer Firma, wenn es der Sekretär ist, die seit 12 Jahren Photoshop, ja. Dann soll ich jetzt umlernen. Ja. Ja. Sag mal, es gibt schon, also für Fotografen, also mich stört das nicht, dass das Programm nur 16 Millionen Formen kann, oder? Das stört mich nicht, aber die Fotografen arbeiten bereits mit 32 Bit und das kann, diese Version kann noch nicht 32 Bit, ist aber dafür, es ist schon in Vorbereitung irgendwie. Ja? Das zweite, wer mit einer Druckerei kooperiert, die von ihm verlangt, ein ZMYK, also Farbprofil, das kann das auch noch nicht. Es gibt zwar wieder Plugins und so, mit denen dass man das machen kann, aber da bin ich nicht eingedrungen, weil meine Druckerei, der Rest ist egal, die nimmt alles. Ja. Also die Druckerei nehmen heute meistens PDFs. Ja. Und das ZMYK gibt es, das haben wir auch schon verwendet. Ja. Und ja, digital drucken, das Plugin. Gibt es ja, also es, wirklich, es gibt für alles ein Plugin, also für die meisten Sachen. Android geht auch nicht. Das heißt, das GIMP kann alles PDF exportieren? Bitte? Das heißt, das GIMP kann auch PDF exportieren? Nein. PDF ist ja weg, also das ist ein zusammengesetztes Format. Das kann exportieren, kann es nur das eigene Format oder zum Beispiel Photoshop oder unsere gängigen Webformate, also JPEG, GIF und das alles, ja? Das geht alles. Übrigens,
Man kann auch Paletten damit verarbeiten, also ein GIF, eine GIF-Datei mit Palettenstruktur, wo die Farben in Paletten angeordnet sind. Das kann es auch, aber das habe ich nicht. Drucken noch PDF, müsste ja theoretisch. Ja, das geht ja. Drucken als das schon, ja. Noch PDF. Ja, aber das ist dann, es ist dann nur ein JPEG-Bild, das in ein PDF eingebettet ist, ja. Ja. Zu dem Thema ist definitiv eine Hauptanwendung für mich, nämlich aus einem PDF ein JPEG mache, beziehungsweise umgekehrt. Da braucht man nur den Dateityp beim Exportieren ändern. Man muss draufkommen, aber es funktioniert jedenfalls. Und das war also eine der Anwendungen, die ich das brauche mitunter beim Videoarbeiten, dass in einer oder anderen Richtung das rüberträgt ins andere Format. Also ich weiß nicht. Bei mir mit der installationsfreien Version 2.6, die ich in Verwendung habe, funktioniert das. Es ist übrigens erstaunlich, wie viele Formate das GIMP kann. Also im Export und im Import. Es kann zum Beispiel auch Vektorformate importieren, exportieren natürlich nicht, aber importieren schon. Das heißt CorelDRAW zum Beispiel? CorelDRAW nicht. Aber du kannst aber... Gerade mit Vektorformaten? Naja, freilich, den Adobe Illustrator zum Beispiel. Den verwenden die auf dem Flatter schon Vektorformate. Ja, das ist schon sehr verbreitet. Aber das Inkscape zum Beispiel, das macht er das. Wer kauft denn überhaupt von euch Photoshop? Das würde mich auch interessieren. Trotzdem mal Studenten an die Drohgeste. Das kostet mittlerweile nur mal 19 Euro. Und wer verwendet es? Wer es verwendet? Der muss dann noch das bearbeiten. Nein, ich habe das jetzt auch gefragt, wer es Photoshop kauft? Einer. Und wer verbindet? Frage sollte gleich. Ja, früher hat es eine Unmenge von Gags gegeben. Ne? Die haben natürlich ein bisschen Nachteile gehabt. Das heißt, weil es auf die Hilfefunktion nicht gekommen ist, war immer übers Internet. Das fällt von den Gags aus, wenn ich die Hilfefunktion nicht brauche. Wahrscheinlich die googeln kann, könnte es auch leben. Aber wie gesagt, wenn es mittlerweile nur mehr 90 waren, so damit 12.000 Schulden kosten ja. Ne? Das war was auch nicht leisten, ich habe mir eine Kriegbeschaffung gehabt. Ne? Aber wenn du denkst, 19 Euro kostet, oder 500 Euro kostet, das ist eben. Ja, aber das war ein einmaliger Preis, die hast du auch nicht mehr. Aha. Wenn du gibst eine Rapid im Monat, dann hast du 3.000 Euro. Nicht 19 Euro. Ja. Bleibt ja nichts mehr natürlich, ist schon klar, dass Rapid 3.000 gibt. Bei Rapid? Die ganze Reise und die Milch. Ja, freilich, ja, klar, ja. Na, keine Frage, ja. Das ist ein freies Land, jeder kann das tun. Ja. Aber in Relation gesehen ist also das Photoshop. Billiger, ja. Ja. Das ist doch klar. Ah, ja, bravo.